Moin liebe Trickster und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin es, Light, liebe Freunde. Zaubertrick für Anfänger, Mentaltrick für Anfänger, Kartentrick für Anfänger. Heute erkläre ich euch einen Mentaltrick, der ist nicht für Anfänger. Alter, der ist für Vollidioten. Der ist so idiotensicher. Jeder Vollpfosten schafft diesen Trick. Und trotzdem kommt der wirklich cool bei euren Zuschauern an. Glaubt mir. Das Coole an diesem Trick ist einfach wirklich, ihr braucht nichts weiter als ein Papier und einen Stift. Das war's. Mehr braucht ihr nicht. Und natürlich einen Zuschauer. Mein Zuschauer ist heute der Kleine da vorne. Mal gucken, was er für einen Job macht. Das habe ich auch noch nicht gemacht, dass wirklich Chico Zuschauer bei dem Trick ist. Na, Chico? Chico? Jo, läuft, oder? Profis. Hier ist meine kleine Beispiel-Performance dieses Tricks. Pass auf, Chico, ich habe... Jo, als ob... Okay, ich kraule dir den Bauch, aber nur unter der Bedingung, dass du mir mithilfst bei dem Trick. Wie man hoffentlich in der Kamera gut sehen kann, liegt hier ein Haufen Zettel, Chico, okay? Auf manchen steht Hund, auf manchen steht Katze. Das Verhältnis ist in etwa 50 zu 50, okay? Und ich möchte, dass du gleich entscheidest, ob du Team Hund bist, was ich hoffe, oder ob du insgeheim doch Team Katze bist. Ihr könnt da oben in der Infokarte hier abstimmen, seid ihr Team Hund oder Team Katze. Du wirst auf jeden Fall gleich auswählen. Ich werde den Zettel nicht sehen. Ich werde ihn direkt hinter meinen Rücken nehmen und ich werde trotzdem ganz genau spüren, an welches der beiden Tiere du denkst, okay? Komm mal her, Chico. Komm, auf geht's. Oh, faule Sau. So. Oh, aber Chico, okay. Ich will es gar nicht sehen. Wähl dir irgendeinen Zettel aus. Welchen willst du haben? Welchen willst du nehmen, Chico? Hier ist deine Pfote. Dann nehme ich den nächsten, der da liegt. Ich nehme mal den hier. Okay, du kommst zur Seite. Augen sind wirklich zu, da könnt ihr drauf vertrauen. Und das ist nochmal hier für die Kamera. Und das ist für dich, Chico. Ich will es gar nicht wissen. Du liegst wahrscheinlich eh wieder auf dem Bauch, aber egal. Okay, ich nehme den Zettel hinter den Rücken. Und ich möchte jetzt versuchen zu spüren, auf welches Tier du dich konzentrierst, Chico. Hast du es überhaupt mitbekommen? Chico, konzentrier dich darauf. Team Hund oder Team Katze? Was bist du? Ich glaube, du hast dich, wer hätte es gedacht, für Team Hund entschieden. Kann das sein? Hund! Ausgezeichnet! Die Faltung hat nichts damit zu tun, ja? Chico, ich tue den Zettel weg. Wir machen es nochmal, okay? Du wählst dich wieder für den Zettel aus. Eben schnell. Komm, Chico, komm. Oh, du hast es dir gerade so bequem gemacht. Das tut mir so leid. Okay, ich guck weg. Entscheide dich für irgendeinen Zettel. Hier ist dein Pfötchen. Dann der nächstbeste. So. Okay. Ich nehme direkt hinter den Rücken und ich versuche zu erkennen, für welches Tier du dich entschieden hast, Chico. Ich versuche es diesmal andersrum. Ich versuche nicht deine Gedanken zu lesen. Das war gerade echt kacke. Aber jetzt schaust du mich wenigstens an. Ich versuche so ein bisschen vorhersagetechnisch zu gucken, ob ich das erkenne. Ich glaube, du hast dich entschieden für Team Hund. Ein weiteres Mal. Liege ich da richtig? Yes, Chico ist halt einfach ein richtiger Hund. Ich glaube, hätte ich das mit Princess gemacht, hätte sie jedes Mal Katze gezogen. Das Ganze hat wirklich nichts mit der Faltung zu tun oder sonst was. Das Verhältnis zwischen Hund und Katze steht wirklich im Gleichgewicht auf diesem Zettel. Und wie ihr das Ganze trotzdem jedes einzelne Mal perfekt nachmachen könnt, das verrate ich euch nach dem Intro. Chico, danke für deine Hilfe. Guck mal, eine Giraffe. Okay. Ihr wollt jetzt natürlich wissen, wie könnt ihr das Ganze selber zu Hause nachmachen. 30 Sekunden Zeit habe ich, um euch das Grundprinzip des Tricks zu erklären und dann gehe ich noch ein bisschen näher ins Detail. Auf die Plätze, fertig, go! Schritt 1, ihr schreibt eure beiden Begriffe, in meinem Fall Hund und Katze, 9-mal abwechselnd auf den Zettel. Das Ganze ergibt ein Muster. Das Wort Hund ergibt im Prinzip ein X und das Wort Katze ergibt um die Mitte herum eine Raute. Ich hoffe, ihr seht das. 5-mal Hund, 4-mal Katze. Jetzt reißt ihr, wichtig, nicht schneiden, reißen, den Zettel in die Einzelteile. Jetzt haben wir diese 9 Zettel und das ganze Geheimnis ist, jeder Zettel, auf dem Hund steht, hat 2 glatte Kanten und 2 raue Kanten. Und jeder Zettel, auf dem Katze steht, hat nur eine glatte Kante und 3 raue Kanten. Und der eine Hundezettel aus der Mitte hat 4 raue Kanten. Und das könnt ihr jetzt erfüllen. Das war das ganze Geheimnis, ich erkläre euch jetzt nochmal ein bisschen genauer. Also, wir hatten ja das Wort Hund in die 4 Ecken und in die Mitte geschrieben. Die Eckstücke haben natürlich 2 glatte Kanten, während die Katzenstücke, die ja in der Mitte sind, nur eine glatte Kante haben. Und das Wort Hund aus der Mitte hat 4 raue Kanten. Das ergibt sich aus der Positionierung auf dem Blatt Papier. Wenn ihr jetzt einen Zettel hinter den Rücken nehmt, beispielsweise Katze mit einer glatten Kante, ihr bekommt den Zettel von Zuschauern, nehmt ihn hinter den Rücken und alles, was ihr macht, ist hinterm Rücken, erfüllt ihr, wie fühlen sich die Kanten an und ihr zählt mit, wie viele glatte und wie viele raue Kanten der Zettel hat. Und darüber erkennt ihr, welches Wort auf diesem Zettel draufsteht.
So simpel ist das Ganze. Überlegt euch eine klitzekleine Show darum, macht daraus auch gerne eine Wette mit eurem Zuschauer. Macht ihn ruhig auch zwei oder dreimal. Die Zuschauer werden auf jeden Fall nicht dahinter kommen. Das ist einer dieser Tricks, bei dem ihr nicht sagen müsst, ein Magier macht seine Tricks nur einmal, sondern die dürft ihr auch wirklich zwei, drei und viermal aufhören. Zu oft möchte ich auch nicht machen, aber das ist ein sehr schöner Einstieg in die Mentalmagie. Jetzt sage ich Tschüss, danke, dass ihr heute mit dabei wart. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Checkt doch die ganzen Symbole hier auf der Endcard aus. Genießt das Ganze. Wir sehen uns übermorgen zur nächsten Fulmi-Folge. Da freue ich mich schon ganz doll drauf. Euer Martin. Ciao.